just take girls that aren't me. Hey Leute und willkommen zurück zu Transport Fever zum 10. Part mittlerweile schon. Und ja, wie man sieht, ist Schlüsselfeld um einiges nochmal gewachsen. Also zum einen, weil ich es hier zum Beispiel selbst aufgebaut habe und sonst auch ein bisschen noch. Und ich habe vor allem nochmal so das Gütersystem etwas mehr überarbeitet, habe auch für manche Linien Ersatzfahrzeuge eingestellt, die halt nur eine bestimmte Sache quasi transportieren. Weil mit den Ersatzfahrzeugen ist das immer so eine Sache. Hier zum Beispiel kann man das dann machen. Weil da fahren nicht zwei unterschiedliche Fahrzeuge, wie zum Beispiel auf anderen Linien. So, zwei Maschinen. Und zwei Werkzeugteile. Dann setzt ihr das auf ein. Und dann werden die ersetzt. Dann fahren die nicht so rum, wie zum Beispiel der hier. Könnte man zum Beispiel auch noch ersetzen. Ja. Beziehungsweise, dass die halt, wenn die ihre Lebensdauer erreicht haben, automatisch ersetzt werden. Muss ich eigentlich nicht machen, weil ich ja mit Mods spiele und ich habe da quasi ein nie endendes Lebensalter. Muss man aber machen, wenn man die Mod halt nicht aktiviert hat. Und die sehen dann auch dementsprechend aber auch aus, je älter die werden. Vielleicht kann man es irgendwo ausstellen, ich weiß es nicht. Hier, die 218 ist ja eine recht alte noch. Oder schon. Von daher kann man da, hier sieht man das halt. Veraltete Fahrzeuge, Kraftanlagen. Grafik. Ja, keine Ahnung. Was macht denn das? Also es macht's dunkel, aber was heißt HDR genau? Was ist so besonders daran, dass es dunkler ist? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich diese Folge vor, die nächste Stadt quasi hiermit zu verbinden. Ich sehe gerade, dass hier... ja, mehr links abtransportiert werden soll. Warum auch immer der jetzt nur noch Treibstoff produziert. So. Ja, auf jeden Fall würde ich die nächste Stadt jetzt mal anschließen wollen. Ich weiß noch nicht ganz, ob es Sodabad oder Lindenberg eigentlich Sodabad. Oder. Hier könnte ich halt dann Schiffe auch mal draufsetzen. Aber eher hier Schlüsselfeld. Da komme ich nämlich immer näher, komme ich hier näher an Sandschenke und dann kann ich da ein riesen Frachtterminal aufbauen. Weil ich erst hier eine Anbindung haben will und dann nach Sandschenke. Und da werde ich dann auch eine neue Zuglinie machen, die quasi hier so diesen Bogen fährt. Und dann später eine, die dann komplett rumfährt. So, dafür muss ich jetzt erstmal hier, wir haben auch übrigens mittlerweile 2087. Also quasi alles, was man im Spiel schon erreichen kann. Also jetzt nicht an Jahreszahlen, sondern insgesamt an Content. Mit den ganzen Mods. Ich habe auch neue Mods hinzugefügt, eine Menge. Alles mögliche an Waggons und Zügen, die mir halt gefehlt haben, vor allem was den Güterverkehr angeht. Okay. Dann einmal alles glätten hier. Soll jetzt nicht die größte Stadt werden, also nichts wieder so ausarten wie bei Dings oben. Der Vorteil ist, ich kann quasi mit wenigen Zügen die ganzen Sachen von da hier runter liefern. Das ist der Vorteil, den ich jetzt habe. So, dann brauche ich jetzt erstmal hier einen Bahnhof, der dahin passt. Ich würde sogar sagen, ich nehme hier so ein für den Personenbahnhof. Hochgeschwindigkeits... Durchfahrtsgleise Position aus. Achso, das mache ich gleich. Zentrum. Radius hier, der ist das. Okay.
muss ich mich jetzt wieder hineinfinden. Plus und Minus, so. Ich muss auch mal die Länge einstellen. Also ein bisschen was sollte der schon haben. Die Länge ist ungefähr 480. Ja gut, das ist schon extrem. Deswegen mache ich mal 2x400. Höhe ist egal jetzt mal gerade. Mittlerer Bahnsteig, ja. Linker Bahnsteig, rechter Bahnsteig, ja, stimmt schon. Jetzt muss ich nur hier gucken. Ich meine, irgendwo muss ich das ja einstellen können. Okay. Anzahl an Gleisen. Ist das C? Es laggt halt immer so ein bisschen, wenn man das ja so macht. Plus, 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 minus. Common Block Length, ja, passt schon. 100. Kürzerer Bahnsteig. Wo ist das denn? Steigung, nein. Haupteingang, nein. Eingang. A, B, C, Zäune. Kann man machen. Radius 50. Nehmen wir einfach mal das andere. Okay. Ich muss aber das anders machen. Weil ich muss das auf der anderen Seite wegbiegen. Achso, jetzt habe ich bei der Länge was verstellt aus Versehen. Oder ich drehe einfach mal hier Radius A, mache ich das so. Ich muss halt gerade echt ein bisschen überlegen. Weil ich muss ja das quasi jetzt so gedreht haben und die Durchfahrtsgleise, ich muss das quasi einmal spiegeln. Ein bisschen mehr Biegung. Komm schon. Wo muss ich das jetzt nochmal einstellen? Hier oben wahrscheinlich, ja. Da 3 und hier 0. Ich habe irgendwie das Gefühl, gleich stürzt mein Spiel ab. Oder ist es schon abgestürzt? Das wäre ein bisschen blöd. So, vielleicht einmal aus dem Spiel tappen. Okay, irgendwie
Willst du spielen nicht mehr? So. Also sorry, dass es gerade so ist, wie es ist, aber irgendwie. Also er sagt mir irgendwie, ich bin noch im Fenster, aber ich bin's nicht. Also ihr seht's auch gerade anscheinend ein Standbild. Okay, jetzt wieder. Also Oberleitung, ja. So, dann jetzt noch mal. Durchfahrtsgleise, das passt soweit. Jetzt hier A. Okay. Einfach gecrashed. Ja, ja. Auf jeden Fall habe ich dann vor, da den Bahnhof zu bauen. In der Folge läuft irgendwie wieder mal gar nichts. Jetzt erkennt er hier auch irgendwie das Fenster nicht. Jetzt. Auf jeden Fall möchte ich da den Bahnhof bauen. Und dann noch hier ein größeres Vorfeld machen zur Seite in Richtung Schloss. Schlüsselfeld. Weil ich möchte da vor allem erreichen, dass ich da mit manchen Zügen einfach durch den Bahnhof, durch die Durchgangsgleise dann dementsprechend durchbrettern kann. Ich sollte auch in die andere Richtung theoretisch Durchfahrtsgleise machen, aber das ist unnötig irgendwie. Weil ich weiß nicht, wie viel Verkehr ich nach da überhaupt machen werde oder über die Seite. Wahrscheinlich recht wenig, weil ich meistens über Sandschicht gefahren werde. Und dadurch ist das so recht unnötig. Ich versuche jetzt noch einmal den Bahnhof zu machen. Wenn das nicht klappt, dann mache ich was anderes. Erstmal und mache dann den Bahnhof zwischen den Folgen. Weil es ansonsten ja zu blöd wird. Und ja, die Ladezeiten im Spiel sind etwas länger. Ja, ich glaube, weiß auch noch gar nicht, ob ich in Sandschenke überhaupt einen Flughafen bauen werde. Wenn dann etwas mehr abseits. Aber der nimmt halt immer extrem viel Platz weg. Und warum sollte man es dann nicht lassen, indem die Flugzeuge quasi in Schlüsselfeld landen und dann mit dem Zug rüber nach Sandschenke fahren? Also da sehe ich jetzt kein Problem drin. Man kommt ja leicht vom Flughafen zum Bahnhof. Also. Zur Not baue ich denn auch noch eine eigene Bahn. Weil das eher nicht. So, fast fertig. Ja, ach, Ladezeiten sind noch was Tolles. Muss man auch erstmal gucken, was er noch alles gespeichert hat. Also er sollte noch alles gespeichert haben, was ich soweit gemacht habe. Ey. Warum darf ich dich jetzt nicht anklicken? Warum kann ich dich hier nicht anklicken? Warum kann ich generell nichts anklicken? Kann ich dich jetzt hier anklicken? Nein.
Jetzt muss ich nochmal aus dem Spiel tappen. Okay, das hat er aber noch gespeichert hier. Ja, passt noch alles. So, was ich jetzt nochmal machen muss, ist hier alles wegmachen. So, alles einmal weg. Bis auf ein paar Häuser hier. Ja, das reicht schon so. Jetzt muss ich, stimmt, muss ich noch auf Pause machen. Wie gesagt, wenn ihr irgendeine Mod kennt oder so, womit man verhindert, dass die dauernd von alleine irgendwo was hinbauen, dann gerne irgendwie einen Kommentar aufschreiben. Weil ich finde da bisher keine. So, Hochgeschwindigkeit. 2, hier 4. 3 Durchfahrtsgleise. Ich mache dann 2 sozusagen normale und eine Hochgeschwindigkeit. Oder 4. Komm, machen wir 4. Dann kommen noch 2 Glütergleise zwischen. So, bitte, danke. Moment einmal. So. Muss da mal Discord beenden. So, jetzt brauche ich noch länger. Ich glaube, 400 in die und 480 in die Richtung sollten auf jeden Fall ausreichen. Leckt dermaßen, aber so ist das leider immer. Hier kann ich den irgendwo bauen. Hier könnte ich ihn bauen. Dann baue ich ihn hier und dann ziehe ich die Stadt quasi auch nochmal ein bisschen in die Richtung. Okay. Boah, ich habe die Folge nichts anderes gemacht, außer den Bahnhof gebaut. Läuft bei mir. So. Und eine Sache, die ich dann auf jeden Fall noch diesen Part machen werde. Wenn ich denn darf. Wenn mir nicht jetzt das Spiel nochmal abstürzt. Ist hier so eine quasi diese Rampe runterbauen, die ich ja schon öfter mal gezeigt habe. Wenn ich jetzt wüsste, wo die genau ist. War die hier drunter? Nein, dann war sie hier. Eine logische Schlussfolgerung. So soll's gehen, ja. In der Hoffnung, dass ich das auch so verwenden kann.
das nicht so ist wie bei den anderen hier. Das kann ich hier drüber bauen. Warum kann... So, ich versuche es jetzt noch einmal hier. Normalerweise funktioniert es auch, aber irgendwie... Jetzt gerade halt noch nicht so. Aber okay, so funktioniert es erstmal. Hier, so geht's auch rüber. Okay, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.